Hallo, mein Name ist Achim Obermüller. Ich bin Produktmanager bei Samsung auf der Fotokina 2014. Und ich habe die NX1 mitgebracht, unser neues Spitzenmodell in der Systemkameraklasse. Die Kamera ist ab Oktober wahrscheinlich erhältlich. Und es handelt sich um eine Systemkamera mit APS-C-Sensor. Der Sensor hat eine Besonderheit. Er ist als BSI-Sensor ausgeführt und kann so effektiver Licht aufnehmen und eine höhere Auflösung darstellen. Die Kamera hat als zweite Neuheit einen RIM Engine 5. Das ist der Bildprozessor. Der liest die Daten von der Kamera aus und speichert diese auf die Speicherkarte ab und führt das ganze Bildprozessing durch. Wir können mit dem Bildprozessor bis zu 15 Frames per Second auslesen von 28 Megapixeln, die der Sensor liefert. Und gleichzeitig können wir auch 4K-Video auslesen. Eine weitere Besonderheit der Kamera ist, dass die Kamera ein Magnesiumgehäuse besitzt, das kunststoffummantelt ist und Spritz- und Staubwasser geschützt ist. Und wir mit der Kamera gleichzeitig ein neues Objektiv 50-150 mit einer sehr hohen Lichtstärke von 2,8 vorstellen, die das S-Line-Up um ein Objektiv ergänzt, sodass wir jetzt auf zwei Objektive kommen, nämlich das 16-50 und das Anschlussobjektiv, das 50-150, beide aus der S-Line-Up. Die Besonderheit der Kamera im Bereich von der Videografie ist, dass wir, wie gesagt, schon 4K-Auflösung aufnehmen und abspeichern können im Gerät auf SD-Karte. Die Kamera unterstützt den Standard UHS-II, natürlich auch UHS-I. Und die Videostreams werden abgelegt als H.265, also mit der neuen Kompression, mit einer geringeren Bitrate, aber bei gleichbleibender Qualität im Gegensatz zu H.264. Zusätzlich ist es möglich, über einen HDMI-Anschluss hier einen 4K-Rekorder anzuschließen. Da kommt ein Clean Stream raus, der im Prinzip unkomprimiert ist und dann über den eigenen Codec, ProRes oder was auch immer, komprimiert werden kann. Die Kamera verfügt zusätzlich über einen Batterie-Grip, der hier untergeschraubt ist, der noch eine zweite Batterie enthält, um so längere Einsatzzeiten zu gewährleisten. Ich kann hier oben Licht anschließen und hier habe ich noch einen Kopfhörerausgang und einen Mikrofoneingang am Gerät. Das Modell Body Only wird Anfang Oktober, wie gesagt, für ca. 1.499 Euro im deutschen Handel erhältlich sein.